zusammen, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe für euch heute meine Jahresfavoriten 2016. Ich habe nicht sehr oft Favoritenvideos, weil ich nicht so oft wechsle im Jahr. Also wenn ich ein Produkt gefunden habe, das mir zusagt und das ich gerne mag, dann bleibe ich auch sehr, sehr lange dabei. Und ich habe wirklich von überall heute irgendwas dabei. Beauty, Essen, keine Ahnung, es ist wirklich überall etwas dabei. Ihr könnt heute auch was richtig Tolles gewinnen in meinem Video. Also bleibt unbedingt dran und jetzt viel Spaß mit meinen Jahresfavoriten. Ich beginne mit etwas, das ich euch schon öfter gezeigt habe. Auf Snapchat, auch auf YouTube, auf Instagram. Und zwar sind das die leckeren Sachen von Natural Mojo. Und ich bin absolut verliebt in diese Sachen. Vor allem gibt es jetzt seit neuestem diesen Schoko Dream und boah, ich sag euch, ich könnte mich wirklich reinsetzen. Ich habe mir nämlich auch ein Tässchen gemacht und der ist wirklich so lecker, wie eigentlich alles von dieser Marke. Ich finde, dieser Markt, der ist ja so ein bisschen überflutet von diesen Superfoods und Superfood-Pulvern, keine Ahnung, was es da alles gibt. Und ich bin da immer sehr kritisch. Aber ich muss wirklich sagen, die Sachen von Natural Mojo sind wirklich toll, weil ich... Ja, als Mutter, beziehungsweise als Mutter, die sehr oft alleine ist, ihr wisst ja, mein Mann ist oft auf Montage und so, habe ich leider nicht immer die Zeit, so ausgewogen zu kochen und sehr viel Obst und Gemüse und so weiter, weil ich arbeite ja auch noch nebenbei und ja, manchmal funktioniert es einfach nicht. Und da habe ich wirklich was Tolles gefunden. Und zwar diesen, zum Beispiel diesen Berry Boost hier, den gebe ich einfach meiner Tochter in einen Naturjoghurt und mische das unter. Und das schmeckt so gut oder auch so zum Trinken oder so etwas. Also ich liebe diese Sachen. Ich habe noch mehr von Natural Mojo. Ich habe auch noch Goji-Beeren und habe auch noch diesen Fit Berry. Und auch Fit Vanilla oder wie das heißt. Also ich habe da wirklich mehrere Sachen. Wenn ich Sport mache, dann trinke ich den. Das sind zu 100% natürliche Inhaltsstoffe. Ich bin da immer sehr kritisch, wenn ich auf den Inhaltsstoffen irgendwelche Sachen lese, die ich nicht kenne. Und das ist hier wirklich überhaupt nicht. Wenn ich mir das so durchlese, ich kenne wirklich jedes einzelne Teil, was da drinnen ist. Also Feigenextrakt, Kokosnussmilchpulver, Heidelbeerfruchtpulver und so weiter. Also es sind wirklich Sachen, die ich auch kenne. Und wenn ich das bei den Zutaten lese, dann weiß ich auch, was das ist und dann weiß ich auch zu 100%ig, dass es gesund ist. Und ja, also wie gesagt, für die schnelle Küche habe ich dann immer ein besseres Gewissen, wenn ich solche Sachen verwende. Wie ich diesen Fitberry anwende, habe ich euch ja schon auf Snapchat gezeigt. Also wenn ihr mir auf Snapchat folgt, dann wisst ihr ja mittlerweile, dass ich die Sachen wirklich oft benutze. Ich habe auch so eine Entschlackungskur, ein Pulver zum Entgiften und das finde ich wirklich auch ganz, ganz toll. Also ich werde euch die Sachen in der Infobox verlinken, die ich so habe, beziehungsweise die Seite werde ich euch verlinken. Und schaut da wirklich unbedingt vorbei, weil ich finde, die kann man wirklich guten Gewissens empfehlen. Dann springen wir gleich weiter zum Thema Haare, weil mich auf Instagram oder auch auf YouTube immer viele fragen, was ich denn für meine Haare benutze, weil die einfach ein schönes Blond haben, ein sehr neutrales Blond, weder zu stark ins Kühle noch zu stark ins Warme, also gelbstichig. Und ich benutze eigentlich wirklich immer, was heißt immer, also nicht bei jeder Haarwäsche, das wäre mir dann zu viel, aber so bei jeder zweiten, dritten Haarwäsche benutze ich immer dieses Shampoo. Und ich habe mir das auf Amazon bestellt und das kostet, ich glaube, um die 12 Euro. Aber das ist wirklich toll. Es hält lange durch das, dass man es nicht bei jeder Haarwäsche anwenden muss. Und es trocknet meine Haare nicht so eklig aus. Und wirklich den Gelbstich entfernt. Ich lasse das dann immer so, keine Ahnung, 1 bis 2 Minuten einwirken. Dann wasche ich es aus und danach sind meine Haare immer so wunderschön. Der Duft ist auch sehr angenehm und wie gesagt, ist wirklich toll. Also ich werde es euch verlinken in der Infobox, wo ich das her habe. Was auch das Thema Haare betrifft, ist diese Bürste. Die hatte ich euch auch schon mal gezeigt und ich liebe diese Bürste über alles. Ich benutze sie für meine Tochter, ich benutze sie selbst. Und die ist toll und zwar ist die von Balmain oder wie die Marke heißt. Und die habe ich bei meinem Friseur gekauft, die gibt es aber auch bei Amazon zu kaufen. Und das ist eigentlich eine Extensionsbürste. Ich habe ja das Problem, also ich habe momentan keine Extensions, aber ich habe das Problem, dass ich sehr, sehr empfindliche Kopfhaut habe und dass mir das Bürsten oft so weh tut an der Kopfhaut oder auch wenn es an den Haaren so zieht. Ich bin da schrecklich empfindlich. Ich bin so froh, dass die mir mein Friseur verkauft hat und die nehme ich auch immer mit, wenn ich zum Friseur gehe, weil er hat sie nicht in seinem Salon, sondern benutzt sie immer dann zu Hause, wenn er Extensions macht.
Und ja, deswegen nehme ich die immer mit, weil das wirklich ein absoluter Traum ist. Ich muss hier nochmal trinken. Echt, das ist schon fast wie eine Sucht, weil der einfach so lecker schmeckt. Genug geschleimt. Weiter geht's mit Beauty. Und da habe ich einen absoluten Favoriten, was Pinsel anbelangt, also was Foundation Pinsel anbelangt. Und zwar ist es der Leni Brush LBF 01. Und der ist wirklich der beste, was Make-up-Auftragen anbelangt. Ich habe auch den Sigma, aber der kann wirklich mit diesem hier nicht mithalten, weil die Borsten sind irgendwie kompakter. Wenn ich mit dem Sigma das Make-up auftrage, dann habe ich das Gefühl, dass der extrem viel Produkt schluckt. Und bei einer Foundation, die um die 30, 40 Euro kostet, ist es mir einfach zu viel. Und das macht diese Pinsel hier fast gar nicht. Natürlich, jeder Pinsel schluckt ein bisschen Produkt, jeder Beautyblender und so weiter, aber der macht das sehr, sehr wenig. Und ich habe das Gefühl, dass dieser Pinsel, durch das, dass der so kompakt ist und nicht so auseinander geht, dass der die Foundation auch schön in die Haut einarbeitet, dass es nicht so eklig auf der Oberfläche bleibt, dass man nicht so angestrichen aussieht, sondern dass der wirklich schön alles einarbeitet und auch dann meine Poren dann natürlich auch verkleinert. Der hart nicht und der ist immer noch blitzeblank, also ihr seht, den, wenn man wäscht, der ist wirklich sauber und der kostet, glaube ich, nur die Hälfte, was ein Sigma-Pinsel kostet und deswegen ist er natürlich auch schon ein super Favorit für diejenigen, die nicht so viel Geld ausgeben wollen und wie gesagt, von der Qualität her ist er auch viel, viel besser als wie die MAC-Pinsel oder auch wie der von Sigma. Ein nächster Favorit ist aus der Drogerie und den habe ich euch, glaube ich, auch schon mal gezeigt. Und zwar ist das, man kann es glaube ich gar nicht mehr gut erkennen, ein Augenbrauenstift von Catrice. Und mich fragen auch ganz oft, welche Augenbrauenprodukte ich verwende, weil das für Blondhaarige immer sehr, sehr schwierig ist, die Augenbrauen richtig hinzubekommen, beziehungsweise die richtige Farbe zu finden, dass nicht so stark ins Rötliche geht und so weiter. Und dieser hier von Catrice, der ist wirklich der Hammer. Ich glaube, der heißt Eyebrow Designer. Man kann es hier nicht mehr lesen, weil der schon so kurz ist. Und das ist die Farbe Make Me Brown. Ich kann es hier leider nicht mehr lesen, aber ich werde es euch auf alle Fälle in die Infobox schreiben, was das für eine Farbe ist. Und den kann ich euch wirklich, wirklich nur empfehlen. Ich trage ja meine Augenbrauen generell etwas dunkler. Ich habe ja sehr helle Haare, aber ich mag sehr starke Augenbrauen, einen sehr starken Ausdruck in meinem Gesicht. Und es gibt den aber auch noch in einen Ton heller, also falls ihr hellere Augenbrauen wollt, dann kann ich euch den Ton Date with Ashton empfehlen. Das ist wirklich mega toll. Was auch ein heißgeliebter Jahresfavorit von mir ist, ist dieser Blush von Art Deco. Das ist ein Mineral Baked Blusher in der Farbe 20, also ein Name steht hier nicht drauf. Und den Ton benutze ich jetzt schon... Ich glaube wirklich das ganze Jahr, seit Februar oder so. Und den finde ich so toll und den habe ich eigentlich schon sehr lange. Aber ich habe den mir gar nicht so genau angesehen, weil ich habe da immer von MAC diesen Dainty benutzt und ja, habe den irgendwie außer Acht gelassen. Und irgendwann dachte ich mir, das ist doch ein schöner Ton. Und habe den dann benutzt und seitdem ist er wirklich mein absoluter Lieblingsblush. Er zaubert eine wunderschöne Frische ins Gesicht. Er ist gut pigmentiert, er ist nicht matt, er ist aber auch nicht zu glitzerig, also hat wirklich auch eine tolle Kombination, genau richtig so wie ich es mag und ja, also der ist wirklich sein Geld wert und der ist auch gar nicht so extrem teuer, also immerhin noch billiger wie die von MAC, aber der ist wirklich sein Geld wert. Mein nächster Favorit ist vor allem für diejenigen etwas, die ölige Haut haben, die zu Akne neigen, die großporige Haut haben, Unreinheiten. Denn das ist wirklich eine Wunderwaffe. Und zwar ist das von der Charlotte Mensen, der Sebum Reducer. Und das ist eine Tages- und Nachtpflege. Ich liebe diese Creme. Die ist wirklich das Beste, was ich jemals gekauft habe. Die zieht schön in die Haut ein, die hinterlässt keinen fettigen Film. Lässt aber die Haut nicht so eklig spannen und ich habe wirklich das Gefühl, dass sie meine Haut, hilft, nicht mehr so viel Öl zu produzieren, dass ich nicht mehr so viel Pickel bekomme und ich benutze immer nur diese Creme und die kostet ungefähr um die 10 Euro, aber da braucht man auch gar nicht viel, die ist wirklich sehr, sehr ergiebig und ja, also sie ist wirklich einfach nur toll und der Duft ist mega lecker. Und dann zeige ich euch noch etwas, was für die Haut wirklich bombastisch ist. Und zwar ist es ein Produkt, das eigentlich nicht so ganz billig ist und ich mir wirklich schon lange Jahre angeschaut habe und ich mir immer wieder dachte, ich möchte das haben.
Und ich habe mir dann ein Dupe dazu gekauft und das war aber dann irgendwie einfach nichts und hat mir nichts gebracht. Und ich habe mir jetzt letztendlich doch das Original gekauft. Und zwar ist das von Clarisonic die Mia 2 in der Farbe Weiß. Und ich könnte mich wirklich ärgern, dass ich die noch nicht eher gekauft habe, weil die einfach wirklich toll ist. Und zwar hatte ich immer das Problem, wirklich immer, dass ich unter der Haut so kleine Knötchen, Pickelchen hatte. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine, aber wenn da so die Sonne drauf schien, dann hat man immer so die Pünktchen gesehen und ich fand das so hässlich. Und seit ich diese Reinigungsbürste benutze, habe ich dieses Problem wirklich gar nicht mehr. Die sind wirklich komplett weggegangen und was das Schönste ist, es geht einfach super schnell. Ich glaube, mit dieser Reinigungsbürste braucht man eine Minute und dann ist das Gesicht zack sauber und man sieht dann so richtig, dass der Dreck aus der Haut rausgesogen wird. Also ich habe ja das Problem, dass ich zu dieser blöden, fettigen und unreinen Haut auch noch sehr sensible Haut habe. Also das heißt, ich muss immer schauen, dass ich etwas benutze, das meine Haut nicht reizt. Und diese hier ist, die arbeitet ja mit Ultraschall. Also das heißt, sie reibt nicht an der Haut und bringt dadurch den Dreck raus sozusagen, sondern sie reinigt mit Ultraschall. Und das ist wirklich so angenehm auf der Haut. Geht wie gesagt super schnell. Und diese Kombination, die kann ich euch wirklich empfehlen. Der Kauf, der war es wirklich definitiv wert. Und auf Amazon gab es damals den günstigsten Preis. Und ich werde euch Mädels auch den günstigsten Preis wieder raussuchen und in der Infobox verlinken. Ich glaube, die hat da um die 115 Euro oder so gekostet. Dann möchte ich euch noch zwei Favoriten zeigen, die was mit Fitness zu tun haben. Ich weiß, dass mir auf Instagram immer viele schreiben, ach, du hast so eine tolle Figur, wie machst du das immer nur? Du hast doch schon ein Kind und so weiter. Von was ich wirklich absolut begeistert bin und hinter dem ich zu 100% stehe, das sind einfach diese Hula-Hoop-Reifen hier. Und zwar habe ich euch den schon mal in einem anderen Video gezeigt. Und zwar ist das diese hier mit, glaube ich, 0,75 Kilo. Wie soll ich das beschreiben? Ich mache nicht gerne extrem anstrengenden Sport, weil mir das einfach zu blöd ist. Da habe ich dann auch schnell keine Lust mehr. Und das hier ist wirklich ein Spaßgerät und das ist auch nicht zu teuer. Und wenn ich da mal keinen Bock habe, Sport zu machen, ja, dann liegt es mal in der Ecke. Und für 20 Euro ist das jetzt auch nicht so schlimm, als wäre, wenn ich mir ein teures Fitnessgerät kaufen muss oder eine Jahreskarte fürs Fitnessstudio. Und deswegen kann ich euch den wirklich empfehlen, diesen Reifen. Er macht eine wunderschöne Taille und man nimmt extrem schnell ab. Also ich habe in kürzester Zeit, glaube ich, 2 cm Bauchumfang verloren und bei mir sitzt das Fett immer am Bauch. Und ja, und mit dem Reifen hier bekomme ich das einfach weg. Und ich habe mir auch die Steigerung gekauft und zwar ist das dieser hier. Das sind schon, glaube ich, 1,5 Kilo und diesen kleinen Reifen, den soll man hernehmen bis 55 Kilo Körpergewicht und diesen hier ab 55 Kilo Körpergewicht oder für Fortgeschrittene. So wie ich, mache das, wenn ich es mache, dann auch sehr regelmäßig, so wie jetzt habe ich wieder angefangen. Ich mache das jetzt ungefähr seit 14 Tagen und ich finde es einfach toll, ich bin immer wieder begeistert. Es macht Spaß, ja, es motiviert mich und ich sehe, dass dann auch was vorangeht und das ist natürlich auch dann schön beim Sport. Ich werde euch auf alle Fälle diese zwei Reifen verlinken, da gibt es nämlich Hunderttausende mit Hunderttausend verschiedenen Gewichten und ja, wie gesagt, und wenn ihr frisch anfängt, dann bitte Piano anfangen, weil man bekommt wirklich sehr, sehr schnell blaue Flecken, vor allem mit diesem Teil hier durch diese Noppen. Aber wenn man das mal so 2-3 Mal gemacht hat, dann flutscht das und wie gesagt, Erfolge sind da. Ich rede keinen Mist, ich habe auch schon Mädels, die das durch mich gekauft haben und mir da gedankt haben und gesagt haben, das ist so cool, das hat wirklich funktioniert und ja, das freut mich und deswegen schaut euch diese Reifen unbedingt an, wenn ihr auch so blödes Bauchfett habt wie ich. Als nächstes zeige ich euch meine liebsten Schmuckstücke, die ich wirklich fast das ganze Jahr über getragen habe und die ich wirklich absolut liebe. Und ich fange jetzt gleich mit dieser wunderschönen Kette an und zwar ist die von Mein Punkt und die liebe ich wirklich über alles. Und es ist wirklich der Hammer, wie viele Mädels das mich da oft auf diese Kette ansprechen, wo die her ist. Und die ist einfach wunderschön. Die ist echt Silber und die läuft nie an. Also ich habe die jetzt wirklich schon lange und ich trage die eigentlich durchgehend. Ich nehme die auch beim Duschen nicht ab. Und die ist nicht angelaufen. Da fehlt wirklich 0,0 an dieser Kette. Und ich habe mir da auch noch andere Sachen jetzt bestellt von dieser Seite, die leider noch nicht angekommen sind. Ich warte sehnsüchtig. Es müsste entweder heute oder morgen kommen. Ich wollte es eigentlich unbedingt in dem Video zeigen, aber sie sind noch nicht da. Ich werde es euch auf alle Fälle einblenden, was ich mir noch bestellt habe.
weil ich wirklich so zufrieden bin mit diesem Schmuck. Also ich bin wirklich schwer begeistert. Und was auch ein absoluter Favorit von mir ist und auch von euch, wie ich so weiß. Und was auch ein absoluter Favorit von mir ist und auch von euch, wie ich so weiß, weil ihr mich ständig danach fragt, ist diese, diese tolle Uhr von Burka Watches. Und ja, also die trage ich auch sehr, sehr oft in den Videos und ihr fragt mich auch immer wieder, wo ich die Uhr her habe. Und das Tolle an dieser Uhr ist, die kostet, glaube ich, nur 60 Euro oder so, also in Anführungsstrichen nur, weil es eine Uhr ist, die wirklich von der Qualität her top ist, die wunderschön aussieht, aber für diese Qualität relativ günstig ist. Ich will ja immer nichts Falsches sagen, weil ich weiß, ich habe viele Schüler hier, die mir zusehen und 60 Euro sind auch ein Haufen Geld oder 70 Euro. Aber ich möchte nur sagen, im Verhältnis sind diese Uhren relativ günstig. Deswegen versteht mich nicht falsch, ihr wisst, was ich meine, für eine Uhr ist das nicht viel Geld. Und meine letzten Favoriten wollte ich euch eigentlich noch zeigen, aber ich finde die Uhr nicht mehr. Und da haben mich auch sehr viele immer nach der Uhr gefragt und ich weiß nicht, wo ich die hingebracht habe. Ich weiß, sie hat einmal meine Tochter in der Hand gehabt und ich finde sie nicht mehr. Das war die schöne Daniel Wellington Uhr, diese ganz schwarze mit dem schwarzen Lederarmband, dem schwarzen Ziffernblatt und dem rosé-goldenen Rand und den rosé-goldenen Ziffern. Und ich weiß nicht, wo diese Uhr ist. Ja, ich werde sie auf alle Fälle hier einblenden. Das war auch, oder beziehungsweise ist ein Favorit von mir. Sie muss sich irgendwo hier im Haus verstecken. Und für alle Sachen, für die ich einen Rabattcode habe, schreibe ich euch in die Infobox, damit ihr das natürlich alles habt. Das ist ja ganz klar. Und dann sind wir jetzt auch am Ende angelangt von diesem Video. Ich hoffe, euch haben meine Sachen gefallen. Wie gesagt, ich werde euch alles in die Infobox verlinken. Und ich habe euch ja am Anfang des Videos versprochen, dass ihr was Tolles gewinnen könnt. Und das sind diese beiden tollen Sachen. Das ist einmal der Fitberry von Naturemoto und einen Shaker, dass das natürlich zusammenpasst. Und alles, was ihr dafür machen solltet, schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare, warum ihr so ein Superfood testen wollt. Ihr solltet natürlich auch Abonnent meines Kanals sein und dann wünsche ich euch schon mal ganz viel Glück. Ich werde das Gewinnspiel eine Woche lang laufen lassen und dann den Gewinner in dieser Infobox bekannt geben. Also ganz, ganz viel Glück. Und dann sage ich schon mal vielen lieben Dank fürs Einschalten. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich wahnsinnig über einen Daumen nach oben freuen. Und dann hoffe ich natürlich auch ganz, ganz fest, dass wir uns wieder im nächsten Video sehen. Tschüss!